Ja, hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir dieses wunderschöne Spartan Blades HC Folder Black DLC an. Und das ist ein Traum von Messer. Und ich muss sagen, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich ein großer Chris Reeve Knives Fan bin. Aber ich muss sagen, dieser HC Folder von Spartan Blades. Also, das Ding schubst echt mein Lieblings-Sebenser vom Thron und verweist es auf den zweiten Platz, denn der Folder finde ich einfach nur der Hammer. Irre. Von der Griffgestaltung her erinnert es mich ein bisschen an eine 25er-Sebenser, aber bessere Anordnung der Fingergrooves, denn da drückt überhaupt nichts, sondern liegt einfach nur perfekt an. Die Handhaltung ist fantastisch von diesem Teil. Richtig massiv, richtig fett. Können gleich mal drauf zu sprechen kommen. Wir haben eine Klinge, die ist 3,8 mm stark, aber 4,2 mm starke Platinen aus Titan auf der Seite und das verleiht diesem Messer einen richtig bulligen Eindruck und nicht nur ein Eindruck, sondern wenn du das in die Hand nimmst, dann merkst du auch richtig, boah, das Ding hat Breite, das Ding hat Volumen und liegt einfach nur klasse in der Hand. Das ganze Messer macht eigentlich einen super massiven Eindruck. Wir haben hier diese starken Klingachsschrauben hier in einer wahnsinnsriesigen Ausführung. Ja, dann muss es natürlich ein bisschen weniger im Durchmesser sein, wegen dem Frame. Wir haben hier bloß einen recht großen Frame Cutout, das hätte dürfen noch ein Millimeter weniger sein können. Schön Clip, auch hier hinten die Schrauben über den Standoff, alles massiv. Also der Folder ist richtig vertrauenserweckend und was wahrscheinlich auch vielen gefallen wird, das Ding ist auch wirklich bis nach innen auf Robustheit ausgelegt. Wir haben hier gigantische Washer drunter, die sind hier so groß, die schauen hier sogar auf der Seite drüber raus. Maximal, also um die Fläche so groß wie möglich zu halten, um irgendwelche seitlichen Kräfte auf große Fläche zu verteilen, um sie von der Klinge über diese riesigen Washer auf den Griff weiterzuleiten. Hier sieht man mal oben rausblitzen, gigantische Washer. Auf der anderen Seite, wegen dem Framelock, muss es ein bisschen kleiner sein, dafür auf der Seite so groß wie nur technisch irgendwie möglich. Und obwohl das Ding auf Washer läuft, ist das Gefühl, als ich es aufgemacht habe, war mein erster Gedanke, ja klar, muss ein Kugellager sein, denn so geil kann er kein Moment, wie kann ich es machen, dass ich sehe, zack, na ihr seht, das Ding fällt auch sogar fast von alleine zu. Pins klasse angebracht, lässt sich schön aufschnippen. Grobes Chimping, aber mit Halt. Das hat Grip hier oben. Einfach auch nur wunderschön hier im 45-Grad-Winkel. Massiv angefasst. Unten auch hier der Cutout am Frame ist innen. Das sieht dann außen schön aus. Hier hinten nochmal starke Rillen, die aber wirklich auch greifen. Ne? Irre. Natürlich super Design von William Harsey ist natürlich klar, der Mann versteht sein Handwerk. Ja, auf der Klinge ganz dezent. Seine Signatur auf der anderen Seite. USA S35VN und das Spartan Blades Logo. Das ganze Messer ist komplett in Schwarz DLC beschichtet. Bis auf die Hardware, die haben sie in Silber gelassen, alles. Und ich finde, das ist ein schöner Kontrast zwischen allen Schrauben, Pins, Standoffs und Clip zum komplett schwarzen DLC-beschichteten Modell. Hier auch die Schrift in Silber, das sieht stark aus. Und die Handlage und das ganze Gesamtpaket von dem Folder ist einfach nur traumhaft. Und ja, also je länger ich damit spiele, desto mehr komme ich zur Überzeugung, dass ich hier doch tatsächlich einen neuen amerikanischen Lieblingsfolder gefunden habe, der hier doch tatsächlich meine geliebten Sebenzas auf den zweiten Platz verweist, denn das Ding ist einfach nur eine geile Mischung aus allem und ja, ich finde, es funktioniert perfekt, optisch
wie auch haptisch die Materialien Titan S35VN, große Washer, fette Schrauben, klasse Design, Verarbeitung. Die Marke mit Spartan Blades, noch nicht so ganz Mainstream oder ein Riesengigant mit Millionen von Messern, noch ein bisschen was Besonderes. Also ich muss wirklich sagen, wow, was für ein geiler, großer amerikanischer Folder. Und in dem Bereich amerikanischer Framelock Folder, muss ich sagen, das Ding hat echt das Zeug, um ein Lieblingsmesser werden zu können. Leider nicht meins. Wird mich auch wieder verlassen müssen. Ist ja nur ein bisschen zum Anschauen. Das ist ein großes Teil, ne? Ich denke, das sieht man sofort hier im Video. Aber noch ein paar Daten. Wir haben hier die Amis in Inch. Ne? Wir haben hier eine 4-Inch-Klinge. Das ist für einen Folder schon recht groß. Das entspricht also über 10 cm, 10,4. So. Je nachdem, wo man misst. Wir haben ja hier auch keine Gerade. Also so etwas über 10 cm lange Klinge, und das ist schon ganz ordentlich für so ein Taschenmesser. Wir haben eine Gesamtlänge von 22,6 cm. Wie schon erwähnt, die Klinge ist 3,8 mm und 4,2 mm starke Titan-Griffschalen, und ich finde, das kommt richtig gut. Und wir haben ein Gesamtgewicht von 173 Gramm. Ja, das ist auch nicht gerade wenig, aber dank Titan bleibt es noch im unter 200. Ich denke, wenn diese Griffschalen aus Stahl wären, dann wäre das so ein Viertel-Kilo-Messer. Aber so noch mit unter 200 Gramm bei der Größe. Okay, was mir auch gefällt, hier nochmal diese Aussparung hier vorne. Das ist toll. Das lässt sich wirklich sauber entriegeln, obwohl ich es stark aufschmeiß. Hier haben wir kein Sticky Lock oder ähnliches. Das geht wunderbar auf. Da drin sehen wir den Detent Ball. Der greift sauber. Die Klinge hat kein Detent Spiel. Sitzt absolut mittig. Pins, Dome Pins sehen cool aus. Sind angenehm geformt. Sind gut griffig. Sie geben einen guten Halt. Man kann gut den Daumen ansetzen zum Aufschnippen, ohne dass es irgendwie scharfkantig wäre oder wehtun würde oder irgendwelche unangenehmen scharfen Kanten hätte. Also wirklich alles sauber gerundet und gebrochen, auch hier innen. Na, das finde ich immer toll. Da kann man einfach mit einer Mikrophase über diesen 90-Grad-Winkel gehen und schon fühlt sich das einfach super an. Die Beschichtung hier drauf, wirklich toll. Ein Wahnsinnsmesser. Also kann ich nicht anders sagen. Wirklich mein neuer Favorit, das Spartan Blades Harsey Folder. Ist nicht ganz billig, der Spaß, klar. Guter Geschmack ist meistens teuer. Im US-Shop von Spartan Blades, es ist ja noch ein aktuell verfügbares Messer, gibt es noch in diversen Kastenausführungen mit Gravierungen, weiß der Geier was, kostet dann so ein bisschen mehr. Aber hier in dieser, das ist glaube ich die zweitgünstigste Ausführung, es gibt es auch noch komplett in Silber, also normales Titan, nicht beschichtetes und nicht beschichtete Klinge, also eine komplett silberne Ausführung. Das ist, glaube ich, das günstigste Modell. Und das hier ist dann die Standardvariante eben mit der DLC-Beschichtung. Die kostet im Store 495 US-Dollar. Ja, 500 Dollar ist nicht gerade ein Schnäppchen, aber ich sag mal, das ist halt schon gehobene Oberklasse. Spartan Blades. Wir müssen da noch nicht von Luxus sprechen, denn es gibt ja noch auch im Bereich Taschenmesser Messer und Hersteller, die dann noch wesentlich teurer sind und da man auch mal vierstellig hinlegen muss. Aber das ist schon gehobene Oberklasse, aber man bekommt auch ein super Designer, tolle Firma, klasse Material, 1A Verarbeitung. Da stimmt einfach das Gesamtpaket. Wie gesagt, wenn ich da jetzt die Wahl hätte zwischen Sebenza 21, 25 oder Umnumsan oder was auch immer gerade an Folder von Sebenza draußen ist, und das würde hier daneben liegen, ja, da wäre inzwischen meine Entscheidung klar. Da würde ich zu diesem abgefahrenen Spartan Blades greifen. Das ist auch noch schnell Größenvergleich zu meinem
Standard Pioneer. Da sieht man auch, okay, das ist ein ausgewachsenes Taschenmesser. Kein Gentleman Folder. Nein, Klaus, leider nichts für dich. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das Ding ja auch in der Mini-Ausführung. Ja, ich habe auf der Messe gesehen, die haben auch coole kleine Taschenmesser mal gebaut. Das ist mehr so Hausmarke Stefan. Ne? Stefan 123321, das wird dir bestimmt auch gut in deine Pranken passen. Das ist ein Klopper, aber richtig cool. Also, da ist einfach nichts dran, wo mir nicht gefällt. Wirklich so ein Ding auspacken, in die Hand nehmen und wow. Und dieser Wow-Effekt lässt auch nicht nach, je länger man das Messer bespielt und untersucht und versucht, irgendwo die Suppe im Haar zu finden. Einfach klasse. Gerade diese schwarz-silberne Kombination. Toll. Ja, Freunde. Hilbili hat einen neuen Liebling gefunden. Leider nur auf der Durchreise, wie so oft, mit coolem Gear. Aber macht ja nichts, es ist auf jeden Fall schon mal richtig cool, wieder mal hier sowas Neues ausprobieren, anschauen und bespielen und vorstellen zu dürfen, ja. Und das ist natürlich dann schon fein. Ja, die Rückseite sieht doch cool aus. Das Spartan Blades mit dem Sparta-Helm, ne. Okay, Freunde, ich sage an der Stelle danke fürs Reinzeppen, Bewerten und Kommentieren. Ja, noch ein schönes Schlussbild mit diesem traumhaften Spartan Blades Hase Folder. Okay, Freunde, schreibt doch mal drunter, wie gefällt euch dieses Teil? Ich finde es einfach nur der Hammer. Okay, jetzt aber genug gelobt. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hebeli, macht's gut. Bye, bye.